sage ich mal, herzlich willkommen zu meinem Vortrag und mit anschließender Diskussion und Austausch freie Gemeinschaft mit Verantwortung. Und wenn ich sowas sage und einen Vortrag darüber halten möchte, muss ich erstmal sagen, warum ist eigentlich heute keine freie Gemeinschaft? Weil warum muss ich darüber einen Vortrag halten? Leben wir nicht in einer freien Gemeinschaft? Ist doch nicht für jeden selbstverständlich. Und da ist das, was wir heute in der Podiumsdiskussion hatten, Unterschied zwischen Wahrnehmung und Realität. So für mich ganz vehement, weil ich mich sehr stark mit Freiheit und überhaupt damit beschäftigt habe, in welchen Systemen wir leben und was bedeutet überhaupt Freiheit und haben wir die in diesem System? Und für mich habe ich ganz klar die Frage so beantwortet, wir leben nicht in einem freien System, wir leben in einem System mit Freiheiten, erstaunlicherweise eine Mehrzahl, obwohl ich mich als Menschen nur als frei verstehe. Und da wird sozusagen schon der erste Hinweis deutlich, wir sind nicht mehr als solche, als Person frei, sondern wir haben Fragmente von Freiheit, die uns durch irgendwelche Sachen garantiert werden sollen, aber sozusagen das als freier Mensch werden wir heute nicht mehr angesehen. Das ist sozusagen wirklich frei in der Entscheidung, das wird uns gar nicht zugebilligt. Und um das etwas auszuführen, gehe ich zeitlich ein wenig zurück. Und man fängt ja immer so schön mit den alten Griechen an und auch ich werde das machen. Die alten Griechen haben ja irgendwie schon alles vorweggedacht, was man überhaupt denken kann. Deswegen haben sie ja auch die Philosophie ins Leben gerufen und danach hat sich dann daraus etwas Wissenschaftliches abgezweigt, was man dann nicht mehr nur mit dem Geist, sondern auch mit Untersuchungen herausstellen konnte. Aber wir bleiben in der Philosophie und Aristoteles hat sich angeschaut, wie sind denn Gemeinschaften organisiert und was hält er für gut, was hält er für schlecht. Und sozusagen die perfekte Gemeinschaftsform als staatliche Organisation war für ihn die Politeia. Was hat er unter Politeia verstanden? Für ihn war das eine Gesellschaftsform, in der wenige Menschen mit Verantwortung, verantwortungsvoll regieren. Das heißt nicht, dass alle kontrolliert werden, sondern einfach nur, dass die Gesellschaft feststehende Normen hat, die nicht ständigen Änderungen unterworfen werden und stattdessen einfach einige wenige sozusagen anhand der Vernunft einfach entscheiden und die Gesellschaft ein wenig steuern, aber ansonsten eigentlich alles sehr freizügig und individuell zugeht. Und das Spannende ist, damals bei den alten Griechen war die Demokratie, was wir heute auch tatsächlich als solche bezeichnen, also die Systeme sind tatsächlich auch, das entspricht dem Demokratiebegriff sehr nah, was er da sich darunter vorgestellt hat, war für ihn die schlimmste und entarteste vorstellbare Staatsform, weil unter dieser Staatsform ist sozusagen jede Regel, die in der Gesellschaft als Norm überhaupt bekannt sein kann, Veränderung unterworfen. Das heißt, was heute richtig und gut ist, ist morgen falsch. Weil sich die Mehrheit entschieden hat, wir machen ein neues Gesetz. Und das ist sozusagen das, was Aristoteles ganz furchtbar fand, weil der Mensch braucht doch Normen, braucht doch Sicherheiten und das kann nicht ständig dem Willen von Mehrheiten unterworfen sein, weil die Griechen haben sozusagen versucht herauszubekommen, was sind denn dauerhafte ethische Werte, woraus sich eine Moral ergibt. Und erstaunlicherweise hat sich das auch über Jahrhunderte hinweg gehalten. Also Aristoteles bis weit ins Mittelalter war man so, wie jeder herrscht über jeden, alle dürfen da mitbestimmen. Nee, also das kann nicht sein. Die Leute haben überhaupt nicht genug Verstand, um überall mitreden zu können. Naja, aber irgendwie hat sich dann doch entwickelt und der spannende Zeitpunkt an der Stelle ist Thomas Hobbes in der Aufklärung. Weil was hat Hobbes für ein Menschenbild geprägt? Mit seinem klassischen Aussage, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Was hat er damit gesagt? Der Mensch ist primär zu Bösen fähig und er muss auf jeden Preis in irgendeiner Form bezwungen werden. Und das hat er in seinem schönen Staatsaufsatz Leviathan gemacht. So, in diesem Leviathan beschreibt er nun, wir müssen uns auch ganz klar vorstellen, damals gab es noch keine Demokratien, damals gab es normalerweise noch Aristokratie, Herrschafts-, Adel und so weiter. Und er hat sich jetzt vorgestellt, weil der Mensch dem Menschen gefährlich werden kann, braucht es den Leviathan. Der Leviathan ist ein Begriff aus der Bibel,
Dort beschreibt es ein Monster, ein unbezwingbares Monster, was durch Menschen nicht besiegt werden kann, sondern erst durch Gott im Rahmen von Armageddon sozusagen besiegt wird. Und dieses hat er als Synonym gewonnen für den Staat. Das heißt, er hat gesagt, wir brauchen einen Staat und alle Menschen müssen im Rahmen dieses Gesellschaftsvertrages, was heute auch mal hier und da mal in Diskussionen anschwingt, warum unterwerfen wir uns diesem System? Weil es einen Gesellschaftsvertrag gibt. Aber wie genau sah dieser Vertrag jetzt aus? Was sollte damit passieren? Und dort hat er im Endeffekt gesagt, der Mensch unterwirft sich mittels Gesellschaftsvertrag und verzichtet dauerhaft und unwiderruflich auf alle Macht, auf jegliche Freiheit und auf Selbstbestimmung. Das ist im Endeffekt der Grundkonsens, den er festgelegt hat für den Gesellschaftsvertrag. Das heißt, seine Staatsidee, deswegen auch der Leviathan, unbesiegbar, man kommt sozusagen nie wieder aus diesem Gesellschaftsvertrag raus. Und wir heute haben gar keine direkte Einwirkungsmöglichkeit mehr, weil der Gesellschaftsvertrag gilt als angenommen. Er ist nie faktisch unterschrieben worden, niemand hat es unterschrieben. Auch ihr bekommt zur Geburt oder zur Volljährigkeit, bekommt ihr keinen Vertrag ausgehändigt, wo drin steht, hier unterschreib mal. Bist du einverstanden, bist du nicht einverstanden? Die Frage wird euch nicht gestellt, nicht direkt. Aber was umfasst der Gesellschaftsvertrag heute zum Beispiel? Das Grundgesetz, bürgerliches Gesetzbuch, Strafgesetzbuch, Sozialgesetzbuch, sogar die Menschenrechtscharta der UN. Die wirken alle auf euch und auf mich natürlich auch, weil ich auch in diesem Land lebe. Und das sind alles die Gesetze, die festgelegt wurden. Und die sind eigentlich Teil dieses Gesellschaftsvertrages. Jetzt ist nur die Frage, ich habe ja gesagt, es gibt ein Synonym dafür, wie ihr heute noch danach gefragt werdet. Und das sind die normalen Wahlen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr zur Bundestags geht, zur Landtagswahl, zur Kommunalwahl, ist sozusagen das einzige Aspekt, wo ihr einen Hinweis darauf bekommt, in dem Moment, es spielt keine Rolle, welche Farbe ihr jetzt auswählt oder welche Partei oder welche Vertreter, aber damit stellt ihr den Systematik zu. Das heißt, deswegen, da ist die deutsche Sprache, hat ja wieder sehr schöne Beschreibung, weil ihr gebt eure Stimme ja ab. Das heißt nicht umsonst so. Das heißt, ihr stimmt wieder diesem Prinzip zu und sagt, ich gebe meine Stimme ab und da werfe mich im Endeffekt dieser Abstimmung, diesen Mehrheitsprinzipien und sage, ich verzichte auf meine Freiheit und auf meine Selbstbestimmung. Und das ist sozusagen das Bild, zu sagen, da will ich weg. Und jetzt die Frage, ich habe ja von einer Vision gesprochen, wo will ich hin? Und was ist im Endeffekt für mich Freiheit? Und das heißt vor allen Dingen Entscheidungsfreiheit. Das heißt, ich kann entscheiden, will ich dabei sein, will ich jemanden unterstützen, will ich jemanden etwas zahlen, will ich mit jedem Kooperationen eingehen. Aber wir haben jetzt ein riesiges System angefangen. Bismarck hat den Grundstein gelegt für diesen Leviathan, damit er wirklich allumfassend wird. Das heißt, dass wir nicht mehr rauskommen. Und ein schönes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Steuerzahler-Gedenktag. Ich weiß nicht, wem das etwas sagt. Das ist etwas, was vom Bund der Steuerzahler jedes Jahr veröffentlicht wird. Und 2013 lag dieser Steuerzahler-Gedenktag am 8.7.2013. Was wird an diesem Tag gefeiert? An diesem Tag wird gefeiert, dass ich endlich für mich selbst arbeite. Das heißt, rein rechnerisch, eben der Bund der Steuerzahler vertritt ja die Steuerzahler, sagt, ab diesem Datum ist im Durchschnitt, arbeite ich für meine eigene Tasche. Vorher arbeite ich für den Staat. Für die ganzen Sozialsysteme, natürlich profitieren viele auch davon. Aber man muss sich vorstellen, dass wie viel Lebenszeit sozusagen und die Energie, die man selber in dieses System gibt, das, worüber man keine Entscheidungsbefugnis hat, weil die Entscheidungsbefugnis wird ja alle 4 Jahre etwa abgegeben. Zu sagen, ihr bestimmt über mehr als die Hälfte meiner Lebenszeit, mehr als die Hälfte von dem, was ich an Wertschöpfung schaffe. So, aber wie kommt man da jetzt raus? Weil wir haben, wie gesagt, angefangen von Bismarck, der mit dem ersten Sozialversicherungsblock als Rentenversicherung den ersten Baustein geschaffen hat. Und was haben wir heute? Sozialversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung.
Und diese ganzen Blöcke, wie soll man die in ein freies System überführen? Weil es gibt einen Haufen Ansprüche. Das ist auch die Frage, wie viele von euch haben Angst vor Freiheit? Ja, wahrscheinlich wird sich wahrscheinlich keiner erstmal was darunter vorstellen. Aber wenn ich jetzt sage, ihr habt keine Rente mehr. Die Rentenversicherung schaffen wir jetzt sofort auf einen Schlag ab. Egal, was ihr eingezahlt habt, egal was, gibt nichts mehr. Ich glaube, dann werden viele fragen, naja, Freiheit, ist das so eine spannende Idee? Und deswegen braucht es sozusagen andere Konzepte. Wie kommen wir da raus? Durch Freiwilligkeit. Und für mich steht da an erster Stelle das freiwillige Grundeinkommen. Und zwar das freiwillige Grundeinkommen. Nicht zu verwechseln mit dem Grundeinkommen oder BGE bezeichneten System, was über Steuern finanziert werden soll. Weil da komme ich dann hier nicht raus. Wenn es über Steuern finanziert wird, bleibt sozusagen der Steuerzahler Gedenktag und wird sich eher noch nach hinten verschieben. Das heißt, ich werde vielleicht irgendwann im September landen oder noch weiter nach hinten. Das heißt, ich kann dieses System dann nicht auflösen, sondern ich stabilisiere es noch weiter. Deswegen ist es wichtig, freiwilliges Grundeinkommen heißt nicht nur, ich kann es freiwillig bekommen und ich darf es auch freiwillig zahlen. Weil die Frage wird bei den normalen Grundeinkommensdiskussionen nicht gestellt, was mich sozusagen damals schon auf die Palme gebracht hat. Ich werde nicht gefragt, ob ich zahlen möchte. Die Diskussion wird überhaupt nicht geführt, sondern ich werde gezwungen, wenn ich arbeiten gehe, wenn ich derjenige bin, der im Endeffekt dieses Grundeinkommen, dieses Geld noch mit Wert schafft, weil ich kann ja, Geld ist nur was wert, wenn ich was dafür kaufen kann. Und wenn ich dort gefragt werde, beziehungsweise ich nicht gefragt werde, dann heißt es, ja wieso, Grundeinkommen ist für jeden, das schafft unglaublich viel Freiheit. Sehe ich nicht so. Weil diejenigen, die im Endeffekt die Wertschöpfung machen sollen, sind Steuerquoten von 50% und mehr im Umlauf. Und das spielt keine Rolle, ob dann ein Götz Werner zum Beispiel sagt, ja, das ist 100% Umsatzsteuer oder so weiter, das spürt keiner. Ich glaube, das werden sie sehr wohl spüren, ob sie mit ihrem Geld noch das Gleiche kaufen können oder ob ihr Geld im Endeffekt im Geldwert nochmal die Hälfte halbiert wird. Und dann relativieren sich auch Umsätze von, wenn heute eine Kaufkraft von 1.000 Euro als Grundeinkommen angestrebt wird, was heißt das, wenn die Umsatzsteuer nicht auf 19% und auf 100% liegt? Wie viel bringt das Grundeinkommen dann tatsächlich an Freiheiten? Und deswegen, das ist der erste Baustein. Und dann, mit diesem Baustein, habe ich das Ideale, ich kann ein anderes Geldsystem einführen. Ich weiß nicht, wie weit Geldideen oder Geldüberlegungen schon da sind. Vielleicht ist mal der Begriff Vollgeld gefallen. Das heißt, ein Geld, das nicht mehr auf Kreditschöpfung basiert, sondern das als sozusagen Guthaben oder auch bei Tauschringen als Guthaben geschaffen wird. Aber trotzdem bleibt ein Schuldnerverhältnis. Das heißt, die Banken werden rausgenommen, die dürfen nicht mehr beliebiges Geld schöpfen. Aber das Geld basiert meistens auf allen Stellen immer noch auf einer Verbindlichkeit. Das heißt, irgendwann muss ich das, was ich als Geld sozusagen in Anspruch genommen habe, in jedem System wieder zurückgeben. Ich muss irgendetwas dafür sozusagen leisten, um dieses Saldo wieder auszugleichen. Und da kommt im Endeffekt meine Idee, da verbindet sich das Grundeinkommen mit einem neuen Geldsystem. Das heißt, an dieser Stelle kann ich ein Grundeinkommen pro Kopf schöpfen. Das heißt zum Beispiel angefangen, weil wir brauchen einen fließenden Übergang. Wir werden nicht von heute auf morgen dieses System auflösen, aber ich fange an mit 100 Euro Kaufkraft im Monat in einer Komplementärwährung. Weil wir haben ja heute auch viele Aspekte, die hier in diesem Kongress besprochen werden, und es geht ja auch viel um Komplementärwährung. Das heißt 100 Euro Kaufkraft, Einheit ist aber Kredere. Und diese Kredere ist im Endeffekt ein, ich glaube es war lateinisch, auf jeden Fall hieß es Vertrauen. Weil im Endeffekt die Währung basiert nur auf Vertrauen. Ich nehme eine Währung nur an, wenn ich das Vertrauen habe, sie ist morgen noch werthaltig. Wenn ich das Vertrauen habe, morgen kann ich sie beim Bäcker noch einsetzen. Und deswegen ist Vertrauen ganz entscheidend. Wir brauchen diese ganzen anderen Diskussionen von wegen, wann wird eine Währung werthaltig, wenn ich darin Vertrauen habe. Wie gesagt, kann ich dann mit den 100 Euro anfangen. Das ist so mein Startpunkt zu sagen, damit man einfach mal eine Größenordnung hat, also 100 Euro pro Monat. Danach geht es dann weiter, ich habe ja auch gesagt, Freiwilligkeit. Das heißt, es gibt viele Menschen, die vom Grundeinkommen nicht überzeugt sind und die auch das nicht unterstützen wollen. Dann okay, dann sollen sie die Kriterien nicht benutzen. Aber es kommt noch was dazu, wenn im Endeffekt durch unser Wirken dann dieses System wächst, dann steigt auch das Grundeinkommen. Zum Beispiel 500 Euro ist zum Beispiel die Zielgröße, wenn in Deutschland 40 Millionen Menschen mitmachen, also 50%. Und entsprechend als Zielgröße, sozusagen als das maximale Grundeinkommen, was mir vorschwebt, ist dann einfach der Betrag von 1.000 Euro Kaufkraft, sprich 1.000 Kredere im Monat.
entsprechen, wenn 80 Millionen Menschen in Deutschland sagen, ich will diese Währung benutzen. Ich vertraue auf diese Währung und ich glaube an die Menschen. Da kommt auch, ich hatte ja vorhin das Bild genommen, was Thomas Hobbes sozusagen geprägt hat. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und ich möchte es gerne ändern. Der Mensch ist dem Menschen ein Freund. Und auch, um die alten Griechen nochmal zu Wort kommen zu lassen, der Mensch ist ein soziales, auf Gemeinschaft angelegtes und gemeinschaftbildendes Lebewesen. Das hat Aristoteles, hat es gewusst. Ich glaube, Hobbes hat es vergessen. Und ich denke, diese Sachen wieder in Erinnerung zu rufen. Und wie gesagt, das ist ein Baustein. Natürlich ist jetzt die Frage, ja, und wo kommt jetzt das Geld her? Ich habe ja gerade gesagt, es kommt aus Vertrauen. Dieses Geld wird als Guthaben geschöpft. Jeder bekommt es pro Kopf ausgezahlt. Ja, aber dann wächst die Geldmenge doch ins Unendliche, dann ist das Geld doch auch nichts wert. Genau, deswegen gibt es eine Begrenzung. Und das System ist ja freiwillig. Das heißt, jeder weiß von vornherein, wie dieses System funktioniert. Und angedacht ist es so, 11% minus pro Monat, beziehungsweise im Jahr 12%. Das heißt, wenn ich 100 Euro im Endeffekt einen Monat liegen lasse, habe ich halt noch 99. Und? Tut mir erstmal nicht weh. Die meisten Leute haben sowieso am Monatsende kein Geld in dem heutigen System. Das heißt, ob die jetzt 1 Euro da tatsächlich oder 1 Euro Kaufkraft verlieren, wenn sie es mal sozusagen einen Monat sparen, das wird ihnen nicht wehtun. Aber das Geld kommt an seine primäre Funktion zurück. Das heißt, das Geld bekommt die primäre Aufgabe, Wirtschaftskreisläufe zu tätigen. Weil es geht sozusagen in die Hände von 80 Millionen Menschen, die Bedürfnisse haben. Die Essen brauchen, die Kleidung brauchen, die ein Dach über dem Kopf brauchen. Und damit beginnt sozusagen der Wirtschaftskreislauf. Mit dem ersten Bedürfnis, das auf dem Markt wirksam werden kann, weil alles, was nicht mit Geld heutzutage im Markt ausgedrückt wird, wird nicht produziert. Und so kriege ich 80 Millionen Menschen in die Nachfrage, in die Märkte, damit sie auch Märkte wirklich bewegen können, steuern können, damit der Konsument seine Aufgabe gemacht wird. Wie gesagt, das ist der eine Aspekt. Und da schließt sich dann sehr viel an, dass wir sagen können, Rentenversicherung, wenn ich jetzt nochmal sage, okay, wir schaffen jetzt sofort die gesamte Rentenversicherung ab, aber ihr habt das Grundeinkommen, ist der Sprung vielleicht nicht mehr ganz so schlimm. Weil je mehr sozusagen mitmachen, zu sagen, eure Rente wird doch auch nur von der nächsten Generation garantiert, von den Menschen um euch herum. Der Staat garantiert euch die Rente nicht. Der schiebt nur Gelder hin und her. Das heißt, das Vertrauen in den Menschen, in die einzelne Person, in euren Nachbarn, in eure Kinder und in euren ganzen Bekanntenkreis, die sind im Endeffekt diejenigen. Darf ich kurz fragen oder am Ende? Lass mich kurz noch zusammenfassen, weil das sind so die primären Sachen. Eine Sache, die ich noch ergänzen möchte, weil eine große Frage ist, wenn ich jetzt sage, der Staat wird aufgelöst, diese ganze Institution wird aufgelöst, ist so die klassische Frage, wer baut die Straßen? Wer macht diese ganzen Großprojekte? Wer macht dieses ganze, ja, eben Großprojekte? Und da ist meine Antwort, wenn die Gemeinschaft es braucht, machen wir ein Bürgerparlament mit einem Unterschied zu heute. Diese Menschen, die dort sozusagen delegiert werden, bekommen keine Macht. Sie bekommen keine Aufgabe des Leviathan zu sagen, zwänge den Menschen ein, nimm ihm seine Freiheit, sondern sie bekommen das Aufgabe zu sagen, wenn ihr Ideen habt, macht die Projekte und dann finanziert sie durch, also im Endeffekt plant sie durch. Macht es genau auf den Pfennig genau, auf den Cent genau, was wird es denn kosten, wie lange wird es dauern und und. Und dann stellt das Ding öffentlich ein. Und dann sagen, machen wir das über Schwarmfinanzierung, das heißt Crowdfunding. Im Endeffekt die breite Masse, 80 Millionen Menschen können entscheiden, ist mir mein Geld. Meinetwegen, wenn wir dann bei 1.000 Euro sind, das heißt, gebe ich einen Hunderter rein. Wie schnell haben wir dann Großprojekte oder auch kleine Sachen wie eine Kita oder sowas finanziert, wenn die 200.000, 300.000 Euro kostet, um die zu schaffen? Das heißt, die Menschen finanzieren das, was sie haben wollen. Und nicht eine kleine Gruppe, die im Endeffekt Euro-Stimmen bekommen hat, entscheidet über irgendwelche Geldflüsse. Deswegen, das ist sozusagen noch, wir lösen uns aus dem System und schaffen überall die Freiheitsräume. Das heißt, überall bin ich in der Lage, und auch morgen noch das nächste Kind, heute der Generationenvertrag für die Rente. Wer angestellt arbeitet, kann nicht kündigen. Er kann seinen Job kündigen, aber er kann den Rentenvertrag kann er nicht kündigen. Hier kann jederzeit sagen, ich bin jetzt geboren, ich halte von dieser Grundeinkommensidee gar nichts, ich spüre nicht mit.
Dann wird es andere Währungen geben, andere Komplementärwährungen. Und dann sagt er, ich benutze die Kriterien nicht. Diese beiden Bedingungen, 1000 Euro im Monat und minus 1% im Monat, passt mir nicht, machen wir andere. Okay. Das heißt, wir haben immer sozusagen die Möglichkeit, immer wieder frei zu entscheiden. Das ist sozusagen mein Anliegen, zu sagen, ja, Freiheit. Freiheit wagen, Freiheit zulassen und vor allem die Freiheit annehmen. Weil was bedeutet es Freiheit? Freiheit bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ohne Verantwortung brauche ich nicht nach Freiheit zu rufen. Weil wenn ich mich nicht für meine Handlung verantwortlich mache, dann hole ich mir den Staat und verlange lieber nach Sicherheiten statt nach Freiheit. Es geht um Freiheit und zu überlegen, wo sind die eigenen Freiheiten, wo sind sie begrenzt und ob ich diese Grenzen weiterhin akzeptieren möchte oder ob ich sage, nein, ich habe ein anderes Menschenbild, ich glaube nicht Hobbes, ich gehe nach Aristoteles und sage, der Mensch ist dem Menschen ein Freund, meine Formulierung, zu sagen, und damit gehe ich raus und damit schaue ich den Menschen an und damit entlasse ich euch auch in die anderen Menschen, zu den anderen Menschen zurück und danke für eure Aufmerksamkeit.